Ist dir auch aufgefallen, dass Kurzvideos im Hochformat in sind? YouTube hat die Plattform umgestellt, um diesen Shorts mehr Raum zu geben. Auf Instagram sind es die Reels und TikTok. Diese Plattform, die lebt von diesen Hochformat-Videos. Hast du bis jetzt gezögert, solche Videos aufzunehmen, weil du denkst, du musst tanzen, singen oder Grimassen schneiden zu fremden Stimmen? Dann sage ich dir jetzt, das ist nicht nötig. Produziere Kurzvideos mit O-Ton, dann bist du schnell und kannst ganz dich selbst sein. Und was das genau heißt, erzähle ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. TikTok hatte ja den Trend dieser Kurzvideos im Hochformat eingeführt. Und TikTok, das war früher Musical.ly und die App, die bestand daraus, dass man tanzte und dass man sang. Und unterdessen hat sich aber TikTok verändert und es werden sogar Formate gefördert, die eben lehrreich sind oder inhaltlichen Mehrwert bieten. Und auch bei Instagram, oder Instagram hat mit Reels TikTok kopiert und es ist dort eben, dass man trendige Sounds sucht und dann dazu eben vielleicht die Stimme versucht zu synchronisieren und etwas Lustiges dazu sagt. Ich selbst habe bei mir immer so gemerkt, irgendwie hatte ich einen Widerstand, solche Videos zu produzieren. Manchmal ist es ja auch gut, solche Widerstände auch mal zu überwinden und Neues auszuprobieren. Und trotzdem merkte ich, irgendwie ist es nicht so mein Ding. Unterdessen produziere ich aber vor allem Kurzvideos mit O-Ton. O-Ton, das steht für Originalton, also meine originale Stimme eingesetzt in meinem Video. Und diese Art von Videos bieten ganz viele Vorteile. Weil erstens mal erspare ich mir die Zeit, um diese Sounds zu suchen, die dann auch passen und auch noch diese Lippensynchronität dann einzuüben. Und zweitens fühle ich mich einfach wohl, weil ich mich selbst sein kann. Und diese Videos mit O-Ton, die bringen so viele Vorteile, weil wenn du mir jetzt zuhörst, du kannst meine Stimme hören, du kannst mich besser kennenlernen und du kannst mich sehen, du kannst mir die Augen schauen, Vertrauen aufbauen. Und Vertrauen, das ist so wichtig, wenn du mehr Kunden gewinnen willst, weil wenn du mir vertraust, dann kannst du auch meinem Produkt vertrauen und dann kannst du ein Kunde werden von mir. Also deine Stimme, dein Gesicht zeigen ist einfach sehr, sehr viel wert, wenn du gerade ein Online-Business hast. Dazu kommt, dass ich mit diesen O-Ton-Videos kleine Videobotschaften aufnehmen kann und damit meine Zuschauer inspirieren darf. Zum Beispiel mit einem kleinen Videotipp kann ich ihnen einen Mehrwert bieten. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Ich habe auch Videos gemacht mit Drohnenaufnahmen und schnellem Schnitt und Effekten und ich mache das auch sehr, sehr gerne. Aber diese Videos, die sind so viel aufwendiger und sie werden viel weniger geschaut. Deshalb, wenn ich regelmäßig Kurzvideos posten will, dann eignen sich diese O-Ton-Videos einfach wunderbar. Wenn du dich bis jetzt gescheut hast, solche Kurzvideos aufzunehmen, dann möchte ich dich ermutigen, diese Chance zu packen und auch Kurzvideos mit O-Ton zu produzieren. Und sehr gern helfe ich dir dabei. Ich habe einen Kurs entwickelt, in dem wir zusammen in 3,5 Stunden ein solches Kurzvideo von A bis Z produzieren. In diesem Kurzkurs leite ich dich erstens an, wie du deine Videobotschaft formulierst, damit du deine Wunschkunden erreichst. Zweitens zeige ich dir, wie du dich vor der Kamera positionierst, damit du echt und kompetent wirkst. Drittens zeige ich dir, wie du wirklich direkt zu deinen Zuschauern sprichst, damit sie eben Vertrauen aufbauen können. Und viertens werden wir das Video aufnehmen und auch schneiden, Untertitel erstellen und am Schluss hast du ein fertig produziertes Kurzvideo, das du auf deiner bevorzugten Plattform veröffentlichen kannst. Bist du dabei? Wenn du mehr wissen willst, dann findest du hier auf der Seite den Link zu meinem Kurs oder auch unten im Text. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Bis bald. Tschüss.